Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Am Mittwoch der Karwoche. Beginnen wir es wie gewohnt mit dem Gebet des Engels des Herrn, zu dem ich Sie freundlich einladen möchte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach: Sieh, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib unseren Verstorbenen, wir gedenken unseres Herrn Pfarrers Hans Buschor, der Wohltäter des KTV, wir gedenken unserer verstorbenen Angehörigen und Bekannten, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Vater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Jetzt, in dieser Karwoche, bevor wir in den hohen Donnerstag, den Karfreitag und in die Osternacht hineingehen. Wir hören einen Beitrag, der uns eben darauf aufmerksam macht, was uns dient, was uns bestärkt in unserem Leben, was uns
in unserer Ausrichtung auf das Gute, Schöne, Wahre und Gerechte hin hilft. Hören wir auf den nächsten Beitrag. Als ich ein Kind war, musste der Priester jeden Tag eine heilige Messe halten. Ist das heute auch noch so? Vielen Dank. Möge es nicht ein Müssen sein, sondern eben ein Geschenk, das Gott uns gibt, wo wir täglich in das heilige Messopfer hineingehen können. Es ist mir dabei bewusst mit diesen Worten, dass sehr viele diese Gelegenheit heute kaum mehr haben, weil in ihrem Umfeld auch kaum mehr täglich eine heilige Messe in den Pfarreien angeboten wird. Es ist dem Priester ans Herz gelegt, dass er täglich die heilige Messe feiert. Und zwar nicht nur am Sonntag, dort sowieso, am Tag des Herrn, sondern täglich. Und die Beschäftigung mit den Tageslesungen während der Woche ist wohl die beste Vorbereitung auf eine gute Sonntagspredigt. Wir werden gerade jetzt in diesen Tagen vorbereitet, dass wir uns auf die Wahrheit einlassen, die göttliche Wahrheit, und dass uns diese zu einer echten, menschlichen Freiheit führt. Und gerade das geschieht ja eigentlich auch in der Feier der Heiligen Messe, wo wir das Leiden und Sterben unseres Herrn vor Augen haben, so wie wir das ganze Leid der Welt durch die Medien heute uns zugetragen bekommen, dass wir dies alles vor Augen haben zwar, aber bereits schon weiterschauen, nämlich auf die Auferstehung unseres Herrn, die im heiligen Messopfer ebenfalls vergegenwärtigt wird. So können wir uns auch am besten für diese Haltung der Liebe entscheiden, wo wir uns immer wieder und täglich auf das Gute, Wahre und Gerechte hin ausrichten. Und das geschieht am besten mit der Beschäftigung mit der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes und in den heiligen Sakramenten, sodass wir uns schützen können vor diesen Angriffen der Einsamkeit und Verlorenheit, der Ängste, der Sorgen und der Unsicherheiten. Und dazu ist wohl das heilige Messopfer der geeignetste und angemessenste Ort, wo die heilige Messe würdig, andächtig und auch ganz der Kirche entsprechend und getreu gefeiert wird. Hören wir den nächsten Beitrag. Ja, guten Abend. Der verstorbene katholische Pfarrer Jaspers hat gesagt in einer Kapelle bei der Messe, dass die Menschen, die in die Hölle gehen, die gehen da freiwillig. Gott ist gut, Gott ist Liebe. Danke. Gott wünscht, das Leben zu retten. Er möchte für uns das Heil bereiten. Wir Menschen haben aber die Möglichkeit durch unsere Freiheit, dass wir uns auch für etwas Böses entscheiden können. Für Gewalt, Hass, für Hinterlist. Und all diese Haltungen führen letztlich in die Verlorenheit. Und ein Mensch kann derart sich
fesseln und verhaften, in eine Haltung der Gewalt und der Zerstörung, dass diese sich sogar verewigt, wo ein Mensch sich in diese Angriffe des Bösen verfängt. Über das Böse gäbe es eben mehr zu sagen. Einerseits, dass diese Haltung zur Sünde bereits schon in uns Menschen vorhanden ist durch die Erbsünde, von der wir durch das heilige Sakrament der Taufe befreit werden. Es gibt das Böse aber auch als Person, die personale Wirklichkeit des Bösen. Und dann gibt es eben auch der Mensch, der sich verfängt in einer Haltung, die sich nicht mehr bemüht, das Gute anzustreben, das Schöne für sich, die Mitmenschen zu wollen. Ein Menschen, der diese Untaten, die verletzen, die zerstören, die das Vertrauen zersetzen, dass ein Mensch von diesen Untaten gar nicht Abstand nehmen will, aus irgendeinem Vorteil heraus. Oder vielleicht sogar, weil er das Böse mehr liebt als das Gute. Gott ist die Liebe. Gott ist gut. In Gott ist das bleibende Leben gegenwärtig. Und darum kann er gar nicht wollen, dass der Mensch in die Verlorenheit, in den Tod hinein sich begibt. Dabei aber hat Gott das Böse nicht erschaffen. Das Böse ist ein Mangel an Gutem, so wie der Tod ein Mangel an Leben ist. Und wo ein Mensch sich aus freiem Willen heraus für eine gute Tat, eine Hingabe in der Dienstbereitschaft entscheiden kann, so kann sich eben auch der Mensch für das Gegenteil entscheiden. Gerade hier ist es ein Geheimnis, das uns zu leben aufgetragen ist, dass wir mit all unseren Kräften uns bemühen, das zu tun, was Gott von uns möchte, was seinem göttlichen Willen entspricht. Denn sein Wille ist die Rettung des Menschen, das Heil des Menschen, die Liebe, die vollkommen ist, das Leben, das unvergänglich ist. Wenn sich aber ein Mensch oder eine ganze Gruppe von Menschen zu Helfershelfern des Todes machen, in Lüge, in Ungerechtigkeit, in Unwahrhaftigkeiten, in List und Hinterlist, dann kann ein Mensch in dieser Haltung sich derart versteinern, dass er gar nicht mehr daraus herausfindet. Eine Sünde zieht oftmals eine andere Sünde nach. Auch wenn am Anfang vielleicht noch eine gute Absicht da sein konnte, so kann die Verlorenheit ganz sachte, ganz verführerisch, ganz verlockend anfangen. Hören wir auf den nächsten Beitrag. Guten Abend, Frau Schuler. In der Bibel steht geschrieben, ich sende böse Geister. Wahrscheinlich Teufels Engeln. Aber warum? Die Bibel ist so schwierig,
Warum? Die Absicht Gottes ist immer die Wende zum Guten. Und wenn ein Volk, eine Person sich in eine Ungerechtigkeit hineinbegibt, dann mag diese Zulassung Gottes darum geschehen, weil er eben die Umkehr, die Läuterung des Menschen beabsichtigt. Und die kann sehr wohl oftmals auch durch Leid und Schmerz erst wirklich vonstatten kommen. Wenn so viel Ungereimtheiten heute da sind, wenn wir so vielen Zusammenhängen des Todes und der Zerstörung begegnen, sodass wir oftmals beinahe aufschreien möchten, so wollen wir trotzdem bekennen, dass Gott die Güte, die Liebe, die Wahrheit ist, wie Jesus selber es doch gesagt hat. Und gerade hier ist es wiederum diese Zuwendung in die Gegenwart Gottes hinein, in die Beziehung zum lebendigen Gott, ist es dann, die uns davor bewahrt, die Verlorenheit versteinert und fest an uns zu binden. Der heilige Josef ist der Schrecken der bösen Geister. Deshalb, weil er auf den Willen Gottes gehört hat. Deshalb, weil er Maria und das Jesuskind aus der Todesgefahr herausgeführt hat. Und deshalb, weil er zum Nährvater, Schutzpatron Jesu, Mariens und auch der Kirche geworden ist. So mögen wir auch jetzt im Monat April, der dem Antlitz Jesu geweiht ist, ein Josefsgebet noch hören, das uns in einem der letzten Beiträge geschenkt worden ist. Gott, Herr Pfarrer Schuler, dürfte ich bitte zum heiligen Josef ein Gebet vortragen. Heiliger Vater Josef, bitte nimm mich fest in deine Hand. Sankt Josef, jeder Griff tut gut, wenn er dir tief vertraut, wenn er, wie du, voll Glaubensmut auf Gottes Gründen baut. Du nahmst des Vaters heilige Magd behutsam bei der Hand. Du hast auch Ja zum Sohn gesagt und Gott in ihm erkannt. Weil du die Mutter und das Kind so sorgsam hast geführt, weiß jeder Christ, was er gewinnt, wenn deine Hand erspürt. Ich schätze von Tag zu Tag dich mehr, du großer Glaubensmann. Ich liebe und verehre dich sehr und rufe dich gläubig an. Stärk weiter meine Liebeskraft und meinen Lebensmut. Bleib mit mir auf der Pilgerschaft, dann Freund, dann geht's mir gut. Und wenn mein Ende kommt heran, wenn Gott das Amen spricht, dann nimm dich ganz der Seele an und trag sie heim in Vaters Licht. Dieses schöne Gebet stammt vom Herrn Alois Edinger aus Eichstätt. Und mit diesem Gebet, in der Bitte um Vertrauen, dürfen wir nun in diese drei heiligen Tage, das Triduum Pasquale, hineingehen. Wir werden morgen und übermorgen dieser unermesslichen Liebe Jesu Christi begegnen, in seinem Leiden und im Tod. Und dann an Ostern auch den Sieg des Lebens miteinander zu bekennen und füreinander zu erschließen. So wünsche ich Ihnen allen, liebe Freunde des KTV, eine gesegnete, verbleibende Karwoche und ein freudvolles, segenreiches Osterfest. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.